Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JP Performance GmbH. Bleib doch mal auf Abstand. Was, du bist näher gekommen, mein Freundchen. Was? Also, hallo. Wie geht's Ihnen? Geht's Ihnen gut? Boah, wenn der Sebastian merkt, dass du da seinen Red Bull ausgetrunken hast, ne? Was sind das alles da, ne? Also zwei davon hat wer anders getrunken. Hast du jetzt wirklich zwei Stück weggeschossen? Ehrlich? Ja. Ah, Captain Chaos kann das was. Captain Chaos macht so. Oh, hab ich schon getrunken. Also, ich wollte hier nur rumgehen, Mann. Du kannst doch mal zurückgehen. Ja, ich muss doch das Bild offen halten. Verstehst? Ja, das machst du, wenn du zurückgehst. Ja, hä? Bin ich doch. Okay. Hallo. Jetzt haben wir schon viel gesehen, ne? Super unscharf. Okay. Also, es ist aufgefallen, wir haben schon lange kein Hyundai-Projekt mehr gemacht. Also habe ich meinen Arsch, naja, durften wir das nicht filmen, ganz normal, wie so ein Kunde, in ein Hyundai-Autohaus bewegt und habe ein Auto gekauft. Ein Auto gekauft, was ich sehr, sehr gut finde. Ein Auto gekauft, was wir mal als Prototyp gefahren sind auf der Lassisee. Das waren diese Aufnahmen. So, da ist es voll. Genau. Und da war das Auto sehr überzeugend, aber es war schon ein, es war noch ein Prototyp. Ein jetzt kannst du auch sagen, was es ist, weil jetzt haben wir das Auto schon gesehen. Warum? Wir haben i20N. He on and off of the bottle, he been through hell for the fam. She got a brother in jail, another brother that died. He had cancer at 12, it really fucked up her mind. See, they were kids at the time, but she didn't feel like a kid. Cause all the shit that she dealt with, it really didn't align. It's heavy, stress for the rest of the week. Antidepressants to sleep, sadly just scratching the surface. Know that the rest of it's deep. Cold heart, cold heart. She was left for nothing but a cold heart. Stuck inside a house, couldn't go far. Ja, okay, war Porn war cool? Ja, richtig krass. Cool. Okay, cool. Ich hab's auch gerade gemerkt. Ich mach das noch nicht so lange auf dem YouTube. Ja. Ja. Also, i20N, ein schwarzes Kfz, was ich in dieser Klasse von Autos eigentlich nie so kaufe, weil ich immer auf bunte Farben und sowas stehe. Aber ich habe mir gedacht, das sieht eigentlich ganz geil aus, in schwarz. Und wir wollen hiermit mal gucken, was so geht, denn man soll es kaum glauben, das Gehate geht los in 3, 2, 1. Es ist relativ oft in den Kommentaren. Ne? Letztens habe ich bei Insta eine Umfrage gemacht und bei Insta war auch die 5% der Fragen ging, wann kommt ein Kleinwagenprojekt? Und darunter war auch in der Aufzählung ein i20N. Also sind wir ins Autohaus rein, haben den gekauft. Das ist keine Kooperation, das ist ein normal gekauftes Automobil. Und hier werden wir einmal gucken, was so geht. Hä? Das habe ich gleich gesehen. Gucken, was so geht. Und der hat ein 1,6er, 204 PS. Und wir haben einfach ein bisschen Spaß. Wir werden volle Möhre gucken, was funktioniert. Rundenzeitentechnisch, glaube ich, wird das sehr, sehr gut. Und dann. Das ist ganz geil, ne? Das ist wirklich ganz geil. R8-mäßig so. Nee, nee, nicht nur, dass der Knopf da ist, sondern der ist auch so ein bisschen Metallic-Lack. Siehst du das? Ist das kein Kaufargument, aber ich finde es ganz geil. Und dann werden wir den auch, glaube ich, wieder verkaufen irgendwann. Weil für mich ist es cooler, das zu machen mit einem eigenen Auto, als wenn wir ein Kundenauto irgendwie nehmen. Wäre es für dich interessant, den mal wirklich mit einem direkten Konkurrenten auf der Lassisee zu vergleichen? Wie zum Beispiel ein Polo GTI oder sowas? Ja, können wir gerne machen, weil das ist für ein Polo GTI nicht cool. Nee, aber gerade deswegen ja, weil das halt, ja. Ich finde, die Marke ist halt... Aber dann müsste man, ich will halt nie so ich will vom Hersteller kein Auto haben oder ich will es vermeiden. Also wenn wir Autos als Projektautos haben, sind es nie Herstellerautos. Ja. Aber ich möchte halt auch kein Auto gestellt bekommen vom Hersteller dafür und das dann machen, weil wenn wir jetzt einen VW, einen Polo kriegen... Hör das denn da rein? Auch das Baujahr? Nee, das ist älter. Nee, das ist der aktuelle. Ja? Ich glaube schon. Und aber der ist getuned. Wir fallen. Ja. Ich rufe ihn mal an. Sag ihm direkt das Video, weil dann kann er nicht Nein sagen. Hm? Sag ihm direkt, das ist auf Video, dann kannst du nicht Nein sagen. Der wundert sich eh, dass ich anrufe. Ja? Und der geht 100 pro dran. Jo. Ey, was geht denn? Was geht ab? Ich bin arbeiten. Seltenheit. Also liegst du gerade und schläfst? Nee, ich sitze gerade auf dem Fahrrad. du, dein Polo, ne? Ja. Ist das der aktuellste Polo, den es gibt? Nein, es gibt mittlerweile einen Facelift. Ja, ach so, Facelift. Okay, ein Facelift. Und das ist ein GTI, ne? Ja. Wie viel Leistung hat so ein Ding? 200 Serie. Okay. Und hättest du
Hallo. Hallo. Dürften wir vielleicht einen kleinen Vergleich machen gegen ein i20N? Klar. Würde mich nämlich auch interessieren. Ja, ne? Guck mal. Ich denke nämlich, dass das relativ viel interessiert. Ja, also kostentechnisch liegen die ja, glaube ich, vorausgestattet 7,5 fast auseinander. Boah. Ja, und ich glaube, dass der i20N besser funktioniert. Davon gehe ich aus, Flucke. Das werden wir herausfinden. Okay, ja, dann würden wir uns melden die Tage bei dir. Ja. Und würden dann einfach mal so einen ganz, ganz stumpfen Vergleich machen. Aber Serie. Dein Auto hat ein Fahrwerk, das weiß ich. Ein Räder Original, ne? Räder Original, auf Winterreifen gerade natürlich. Und Miltec-Abgasanlage ab OPF, ne? Aber sonst. Dann machen wir es wie folgt. Wir tunen das Auto auf den Punkt, wie deiner ist. Ja. Und dann machen wir den Vergleich. Können wir natürlich auch machen. Boah, das ist so geil. Und jetzt schalten Gang hoch und gib alles, Brudi. Ich? Du bist doch auf dem Fahrrad. Ich stehe doch gerade. Ich darf doch auf der Arbeit hier nicht während der Fahrradfahrt telefonieren. Das ist doch verboten. Darfst du dann telefonieren während der Arbeitszeit? Ja, klar. Okay, cool. Ich bin hier mein eigener Chef. Wup, wup. Sorry, okay, ciao. Alles klar, tschüss. Okay, dann haben wir ja schon mal einen Punkt. Also Fahrwerk, Auspuff. Ne? Mhm. Das machen wir auch. Originale Räder. Und da machen wir den Vergleichstest. Mich würde mal interessieren, weil der ist ja schon relativ laut. Ne? Gibt es da einen Auspuff für? Also so mit Zulassung und was? Also wir müssen hier noch einfahren. Das Ding hat sage und schreibe. Dein Spender! Oh, sorry. Das Ding hat sage und schreibe 25 Kilometer. Checker. Was ist los hier? Das ist der Rev-Knopf, nicht der zum Anschalten. Oh. Zu viel R8 gefahren. Ich habe jetzt den Polo nicht genau vor Augen, aber ich sag mal, so ganz frech aus der Hüfte, so sieht ein Polo von innen schon mal nicht aus. Nee, also, das geht schon mal in die Hose. Aber wie gesagt, was hast du gerade gefragt? Wegen Auspuff. Ach so, genau, Sound. Weil ja, relativ schnell hier zu laut wird dann wahrscheinlich, weil der eh schon so laut ist. Hast du jetzt zu laut gesagt? Zu laut für den Gesetzgeber. Ah. Entschuldigung. Polo hat sich noch nie so angehört. Wobei der neue Polo GT oder der aktuelle, der hört sich auch schon nicht schlecht an. Nicht so, aber der hört sich auch wirklich nicht schlecht an. Nee, auf jeden Fall. Aber nein, nicht so. Nicht so. Also okay, wir fahren jetzt fein säuberlich ein. Machen wir. Das ist ein schönes Auto, verdammte Scheiße. Hast du Bock drauf? Merkt man gar nicht. Das ist sowieso das Ding, ne? Die Leute unterstellen einem, wenn du große, teure Autos hast, kannst du das nicht gut finden. Aber mein innerer Cremo, ich drehe am Kabel, Spaßfaktor, Jean-Pierre. Wenn wir drehen und ich fahre so ein Auto, dann drehe ich ja ganz anders am Kabel in so einem Auto, als in einem großen Auto. Ja, aber ich glaube, das hast du haben wir jetzt beim Twingo schon gesehen, dass das auch funktioniert. Ja, aber beim Twingo ist wieder was anderes. Das ist ja wieder Neuwagen und sagen, ja, das ist wieder Werbung, er will uns das Auto andrehen. Ne, ich finde das geil. Also, okay, wir fahren ein und dann machen wir normale Bestandsaufnahme. Ja, weil so mit 25 Kilometer wollen wir ja nicht den kleinen Motor über den Jordan schicken. Ja, hallo, ich weiß gar nicht, wo wir weitermachen, weil wir haben ja schon angefangen. Mhm. Wie fange ich jetzt an? Erstmal sind wir gerade ein Vorstellungsgespräch gehabt. Ist ja immer, in diesen Videos lasse ich euch immer teilhaben, auch an meinem Leben. Wir haben gerade jemanden eingestellt, einen neuen Mitarbeiter im Pace Museum. Hallo, neuer Mitarbeiter. Moin! Guten Tag! Guten Tag! Denn? Mhm. Ich bin ein richtig cooler Chef, ne? Auf jeden Fall werden wir. Sind das beige Schuhe? Ja. Tigger, passend zum Pulli, ne? Ich bin heute mal farblich angepasst. Also, wir haben angefangen mit dem i20 schon zu drehen. Mhm. Haben jetzt schon 800 Kilometer ungefähr drauf. Mhm. Und werden jetzt gleich damit weitermachen, machen dann die Bestandsaufnahme schon, nicht rumholen. Und i20N war erst so, ja komm, wir machen so ein Kleinwagenprojekt wie jedes Jahr, aber wir haben jetzt Teile schon viel bestellt und ich kann euch sagen, das wird sehr lustig. Wir haben nämlich auch Teile bestellt, wo das Potenzial für ein sehr lustiges Video sehr stark da ist. Das habe ich schon mal angekündigt gleich. Mhm. Und Kahn, wir brauchen ein Auto die Tage, ne?
Sammelwagen. Okay, noch ein paar Tage. Okay, danke mal. Und weil wir haben ja erst Dustin angerufen im Video. Mhm. Und Dustin hat nicht dran gedacht, dass wir La Cisée fahren wollen. Mhm. Und dann schreibt er mir eine WhatsApp so und sagt so, willst du denn auch La Cisée fahren? Ja, wäre gut so. Naja, bin ich raus. Aber gut, kann man auch verstehen. Ja klar, auf jeden Fall, respektiere ich. Ja, nein. Hallo Herr Kubik. Hallo. Auf jeden Fall werden wir jetzt den Rest der Bestandsaufnahme machen, mhm, werden ihn auch auf den Prüfstand stellen und werden wissen, wo wir mit unserem wunderschönen i20N starten. Mhm. Oh, ich rieche schon Reis. Ja. Unserem wunderschönen i20N starten und dann werden wir La Cisée nicht fahren in diesem Video, weil das ist ja dann Teil von dem anderen, wo wir dann den Vergleichstest machen. Verstehe. Wo wir Kahns Auto richtig schön durch. Okay, wir gehen mal rüber in die Werkstatt, weil ich muss gerade reinkommen, weil wir haben diesen Anfang, das Anfangsding von dem Video haben wir gedreht vor 3 Wochen oder so. Jetzt mal reingucken? Oder? Nee, es war in der Werkstatt so ein bisschen und wir fahren jetzt mal los. Alles klar. Los geht's. Ich merk's gerade wieder, ich hab's schon 1000 Mal gesagt, aber I really like this car. Mhm. Also Front sieht auch wild aus. Wie das ganze Auto. Cool. Ist allgemein, ist ein sehr spaßiges Auto. Richtig, komm, fang an. Also. Der Tacho, wir machen den Vergleich, machen wir ein andermal. Oh, komm, was hab ich noch gar nicht gezogen? Oh, ich bin schon ganz horny. Ich bin schon echt horny. Sunflare dazu hier auch noch, geil. Boah, Alter, geil, ey, unnormal, ey. Facially, baby. Also, das Ding ist einfach, wie sollen wir das, ich will's, das Ding ist einfach, es ist ja, ich krieg ja dafür auch nichts, ich will ja keine Werbung machen, aber ich will einfach euch wiedergeben, was ich so fühle, ja? Ich merk das gerade, dass ich wieder eine kleine Heususe bin, aber ich will's euch einfach sagen. Wie Hyundai das macht, ist einfach geil, weil diese Autos sind einfach dieses Quäntchen sportlicher und dieses Quäntchen echter als andere Hersteller. Das werden wir ja dann noch merken, mhm, wenn dieser andere Hersteller auch sein Auto dann quasi daneben stehen hat. Die sind nicht ganz exakt vom Baujahr identisch, aber sehr nah beieinander. Aber wenn du den Tacho so siehst, weißt du ja einfach, was los ist. Mhm. Ne? Guck mal, so ist so, ich bin ein Cruiser. Boom. Allein diese Animation gerade. Ist das krass? Warte nochmal. So, warte. So. Ach, cool, so. Ready? Ja. Boom. Das, ist schon, das macht dann einen glücklich so. Ist echt so. Also. Sitzposition. Das Torbett. Und ich sag euch, die Teile, das Auto wird richtig gut vom Aussehen. Und auch vom Fahren. Das wird richtig, richtig. Lange, dass ich mich so gefreut habe. Hm. Und ich scheiße auf euch, die sagen, ja, das macht der doch nur so. Guck mal, der Typ hat Lamborghini, dies, das. Was für ein Lamborghini überhaupt? Hm. Aber diese Autos machen einfach so viel Laune, ne? Das ist einfach crazy. Und wir dürfen auch nicht vergessen, was es kostet. Also ich finde, für das Geld bekommst du viel Performance. Ja, aber es ist auch nicht billig. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Die sind teurer geworden. Ja, ich habe die alten Preise vor 3 Jahren im Kopf. Deswegen, das ist schon Geld, was so ein Auto wirklich kostet. Preislich, aber vergessen. Soll ich kurz googeln? Oder weißt du das? Ich habe bezahlt. Warte, wir rufen mal eben. Ich habe den Wagen ganz normal bezahlt. Mhm. Herr Kubik? Ja. Warte, ich muss eben lauter machen. Hören Sie mich? Ich höre Sie laut und deutlich. Okay, wir waren gerade im i20N und mein Handy liegt gerade auf dem Induktionsladefeld. Mhm. Das wollte ich Ihnen eigentlich nur erzählen. Nein, Spaß. Wie viel habe ich bezahlt für den i20N? Der i20N hat gekostet 27.590 Euro. Warum weißt du das so schnell? Weil ich wusste, als du angerufen hast, dass du was zum i20N fragen wirst und ich habe mir schon mal die Rechnung auf. Ernsthaft jetzt? Echt vorbereitet. Ja. Wirklich? Ja. Nein, du verarschst mich. Nein, ja, meinst du, ich habe die Zahl auswendig gelernt oder was? Wie viel war das jetzt? 27.590. Jetzt könnte man denken, ich habe sie auswendig gelernt. Ja, das stimmt. Okay, danke, tschüss. Ja, tschüss. Bin ich so ein nervender, voraussehbarer Chef? Oh. Ja, manchen Dingen, wenn man ein paar Jahre mit dir arbeitet. Ja, ne? Nein, aber ich finde 27.000 ist viel Geld, genau. Und das darf man auch nicht unterschätzen, einfach sagen, oh Gott, wie billig der ist. Nein, es ist nicht billig. Aber das, was er jetzt zum Beispiel macht, ne, ist für ein frontangetriebenes Auto, wir werden uns erschrecken, wie schnell die Rundenzeit wird bei diesem Auto. Wir machen jetzt hier auf N. Das ist wirklich verteufelt gut und verteufelt schnell. Es macht einfach Spaß, Kurven zu jagen, ja, in diesem Auto. Ja, ja, ja. Und ich weiß nicht, was Hyundai macht, dass die aus diesen Juice haben. Und es ist einfach so weit weg von einem Volkswagen. Gotta say it. So weit weg von einem Volkswagen, wie es nur geht. Aber jetzt kommt der kleine Manko-Punkt. Den muss ich euch auch angucken werden.
Und zwar ist das das hier. Sound ist brutal, aber... Die Motoren rennen nicht so, wie die Volkswagen-Motoren. Das muss man ihn lassen. Das ganze Auto ist besser, aber sie rennen nicht so. Ich sag's euch, Leute, das wird, dieses Auto wird so geil! Bei dem Auto ist seit langem wieder so, das kann mir nicht schnell genug gehen mit dem Umbauen, weil alle Teile sind da. Boah. Alle. Aber einiges zu drehen jetzt. Alle Teile sind da. Das wird richtig, das wird ein richtiger kleiner Agro. Sind die Reifen schon da? Richtiger kleiner Agro-Optik-Giftzwerg. So, also, der Sound ist geisteskrank. Ne? Sound ist volles Radar. Er wird lauter werden, aber für mich müsste er nicht lauter sein. Das ist schon sehr befriedigend für so eine klasse Auto auf jeden Fall. Ja, diese Ploppern, das ist halt immer wir fahren auf der Autobahn mit 110 und du hörst das. Das ist frech. Das ist frech. Ich kenne viele Autos, BMW M4, bei 120 oder bei 110 hörst du nicht mehr den Auspuff so laut. Keinen Fall. Aber ist auch krass, dass es mit den heutigen Regularien noch funktioniert. So. Also das ist ja eigentlich... Wir wollen es nicht zu laut sagen. Ich weiß nicht, wie die Jungs das hier machen, wen die da beim Amt kennen, aber das frage ich mich auch, wie das geht. Das muss man sich wirklich fragen, das ist echt krank. Muss man sich wirklich fragen, wie die das hinkriegen, dass diese Autos so laut sein dürfen. Wir fahren mal eben hier auf die Landstraße und ich fahre mal dann vorbei, ob es von außen auch so ist. Ich steig einmal aus, ich fahre mal vorbei. Ja. Und da die Sonne schon draußen ist, wird es nicht so kalt sein. Der ploppt nicht immer gleich laut. Und jedes Mal, wenn ich an der Kamera vorbeigefahren bin, war es ja leise. Es war immer anders. Das ist krass. Weil, guck mal, so. Der leise. Der leise. Der laute. Das ist dann nicht so digital. Das ist dann mehr so. Wie ist denn der Sound? Weil es gut. Ist ja geil. Aber nicht so laut? Also nicht leise, aber. Es ist nicht ganz so dieses Knallige, weißt du, wie beim i30N. So manchmal ja. Ja, manchmal ja. Ich sage euch jetzt aus dem Tiefsten bei mir heraus, wenn ich sowas fahre, ist mein Spaßlevel höher. Aber das Statusgefühl, jetzt bin ich jetzt wirklich ganz ehrlich, ne? Kann man mich auch gerne für dissen, ist nicht so hoch. Somit irgendwie würde ich lieber am Wochenende hier durch die Gegend fahren, aber in dem Brabus G800 ist es einfach cooler. Aber der Brabus ist nicht so geil wie das. Hm. Verstehst du meine? Also in deiner Position ist halt cool, diese Abwechslung zu haben. Voll. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar für, dass ich in dieser Position sein kann. Aber auch dann wirklich meine ehrliche Meinung wirklich geben kann. Wäre das Leben eine Rennstrecke, wäre der i20N meine Wahl. Ich muss sogar sagen... Eher wie den i30N? Ja. Ja? Ja. Eher als der i30N. Und warum genau? Das Kompaktere. Dieses Quäntchen kompakter. Finde ich sehr geil. Der neue i30N Facelift natürlich auch den Innenraum und so, das ist schon sehr nah dran. Aber mir liegt diese Größe an Auto sehr gut. Und wir sind ja jetzt noch im Serienmodus, ne? Jetzt 810 Kilometer, alles gut. Aber ich weiß, was noch kommen wird und das wird geil. Und wir werden ihn nicht so teuer umbauen wie sonst, ne? Ja, so im Rahmen. Voll. Budget reden wir ungefähr so gesamt, würdest du sagen? Gesamt, das ist jetzt vorher eine hohe Zahl, also ist halt alles dabei, ne? Ja, ja. Warte, ob er es auch auswendig weiß. Glaube ich nicht. Ja. Herr Kubik? Ja? Wir wollen mal wissen, wie gut Sie das auswendig wissen jetzt. Was haben wir ungefähr an Tuning-Teile ausgegeben? Für den Nochmal bitte? Was haben wir ungefähr ausgegeben für die Teile, die wir bestellt haben für den i20N? Boah, da weiß ich gar nicht aus. Da brauche ich 10 Minuten für, da muss ich einmal zusammensuchen, weil das echt viele Sachen waren. Ungefähr. Ungefähr muss ich genau sagen. Kann ich dir gerade gar keine Zahl sagen. Okay, ich rechne selbst grob, warte. Ja, ich rechne selbst eben, alles gut. Okay, danke. Ja, ciao. Tschüss. Ohne machen
5. Ach so. 5,9. Okay, also jetzt habe ich mehr ungefähr gedacht. Nein. Okay, ja, dann ist überschaubar. Aber wir haben alles dann. Alles. Ja, wir schätzen gleich mal, was der so 100, 200 ungefähr fährt, ne? Dass wir so eine Basis haben. Das ist super. Schaltvorgang ist mega. Aber jetzt merkt man auch, ich würde tippen, das sind 19,25 Sekunden. Mhm. Das ist ein guter Tipp. Ja, würde ich so einordnen auch, ja. Aber ist lang. Das hat sich jetzt sehr lang angefühlt. Ja, und ich würde sogar sagen, dass es 1,7% Gefälle war. Also, vom Winkel, wie ich im Sitz saß, würde ich sagen, ungefähr müsste das so sein. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Wir werden hier gleich noch wiegen, gehen einmal auf den Prüfstand, dass wir einmal eine Bestandsaufnahme wirklich haben und wissen, wo wir dran sind. Was mir nur wichtig war, ist, dass die Liebe rüberkommt, weil es ist wirklich, welches Auto ist so spaßig wie das? Vom Konzept her echt schön. Von unseren Autos. Von unseren Autos. Naja, doch, der GR86. GR86 ist halt das Driften, also das ist halt ein ganz anderes Konzept, aber... Ja, das ist, warte ab, wir können hiermit auch echt, Sachen machen. Was? Ja, you will see. Weil das ist das auch, wo der Unterschied ist, aber da reden wir dann in einem anderen Video drüber, wie die Autos abgestimmt sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Autobahnabfahrt gleich fahren und ich würde das Gas voll lupfen, in einem gewissen Moment, dann kommt er. Aber das ist nicht angenehm. Das ist nicht so geil. Nein, du kannst halt kein Powerslide machen, ne? Also mit Gas beendest du es. Du kannst halt nur zwirbeln und dann ist vorbei. Ja. Mit dem GR86 könntest du halt Gas geben und er würde durchdriften. Obwohl auch nicht wirklich. Okay. Wir springen mal eben schnell zurück und dann gucken wir einmal, wo das Gewicht liegt von so einem Auto, weil diese Autos sind verdammt schwer geworden. Es bleibt spannend. Bis gleich. Wir haben ein bisschen was vergessen zu erzählen. Wir müssen darüber reden. Dieses Menü ist crazy, Alter. Krass. Jetzt kannst du es hier einstellen wie bei Gran Turismo quasi. Nee, aber was ich damit sagen will, ist, sie verstehen so geil, wie man diesen Spaßfaktor macht. Und nur das Menü in ein anderes Auto reinbauen, macht's ja nicht, sondern du weißt ja, was der Wagen kann. So, aktivieren. Ah. Boah, krass, da kann man hier die Drehzahl. Den kannst du da machen. Hast du gehört, Alter? Ja, Mann. Aber du musst gerade nicht mit dem Gang reinmachen, so. Das war einfach direkt da, oder nicht? Ja! Oh. Oh. Okay, das haben die jetzt viel cooler gemacht, auf jeden Fall. Aber ich trau mich nicht. Wir erhöhen mal die Drehzahl der Launch-Control gleich nochmal auf dem Hof. Also das war jetzt krass. Das ist cool. Wir können ja Launch-Start machen auf dem Hof. Das wollte ich auch sagen. Ah, doch. Es kribbelt schon in den Beinen. Das ist nur noch für die Performance-Option hier. Und 5 Minuten bleibt die aktiviert, die Launch-Control. 5 Minuten. Guck mal, hier kannst du einstellen. Ah, Launch-Control aktivieren. Ah, jetzt kannst du einstellen. Oh, Boden. Das ist schon viel. 5000 5000 schon Aua. Das ist echt Aua. Das sollten wir probieren. Auf jeden Fall. Wir haben noch hier einen wissenschaftlichen Auftrag. Tief. Wie tief wird er denn gehen mit der Launch Control? 3000, also 2000 Drehungsfenster. Okay. Warum man das gibt, ist einfach, um halt den Untergrund zu bestimmen. Ne? Ein High-Grip-Level und wenn du wenig Grip hast, dazwischen kann man halt entscheiden, wie willst du starten. Ne? Mhm. Und das bedeutet nicht unbedingt High-Grip-Level, hohe Drehzahl. Das muss nicht unbedingt sein, sondern manchmal gibt es einfach die richtige Drehzahl und die falsche Drehzahl. Mhm. Also, ich würde einmal gerne das Tacho abfilmen, während du das machst. Okay, mach ich einmal. Sieht. Ready? Ich glaube. Oh, das ist aber süß. Das ist aber entspannt. Beim aus dem Gas rausgehen ist aber jedes Mal echt was los. Ich mach mal Fenster unter, wir reden dabei. Komm mal hier rüber zu mir. Okay. Ready? Was 3000? Mhm. Ich mache jetzt mal die originalen 4. Ja. Das ist 4. Wow. Okay? Das ist
Bild. Was meinst du, wenn die Ansaugung da drauf ist? Ach. Weil was er macht, er schließt den Ladedruckkreislauf und lässt ja, es entsteht ja Leistung und Drehmoment, nicht Drehmoment, es entsteht Leistung, während er steht. Mhm. Ja, also Ladedruck liegt an. Das, hör mal vorne eine Ansaugung. Was ist hier passiert vorne hinten? So, jetzt gehe ich einmal auf 5000. Okay, und launchst du dann auch, oder? Wenn du das willst. Ja, let's go. Okay. Boah, wir gehen auch gut nach vorne. Alter Verwalter! Ich hab schon kurz Schiss gehabt, dass es in die Wand fährt. Viel mehr Motorleistung, als ich dachte. Also in dem ersten Gang ist es wild. Mhm. Ich mach mal ein bisschen weniger. Okay, das war krank. Das ist pretty fast. Das ist geil. Ohne, das ist echt, also es ist wirklich schnell. Mhm. Für einen Frontantriebler. Das sieht auch fix aus. Wir gehen wirklich weg, ne? Mhm. Komm, wir wiegen mal schnell und werden dann auf den Prüfstand schnell gehen. Let's go. Wir müssen uns beeilen, gleich. Video. Hallo Peter. Hi. Ich habe schon aufgebaut hier so ein bisschen. Ich fahre den 20er einmal rein und dann wiegen wir schnell und der Manni weiß schon Bescheid. Dann gehen wir auf den Prüfstand und gucken mal, wie viel Leistung da rauskommt. Mhm. Und dann wäre dieses Video auch schon am Ende. Dann müssten wir uns für heute schon verabschieden. Leider Gottes. Was mich wirklich traurig stimmt. Ja. Das sind so Momente, die sind für mich jedes Mal schwer. Ein Glück sehen wir uns ja morgen wieder. Da sagst du was. Morgen. Ja. Direkt wieder. Ja. Aber jetzt sind wir noch nicht am Ende. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, und wir versuchen uns so spannend wie möglich zu machen, zu wiegen, wie viel dieses Fahrzeug wiegt. Wie viel sie. Bis gleich. Ja, du bitte einmal drauf und fahr einmal so rauf, runter, bitte. Okay. Mit dem Moped, weil es sieht immer anders aus. Alter, was ist ruhig Blut hier? Die kommen aber sehr zackig gerade. Findest du? Oh nein. Oh nein, 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 nein. Geh mal her, komm her, nimm mal Kamera eben. Mann! Ich kann nicht anschieben. Ja, mach mal. Zündung nach Hause. Ja. Sorry. Aber sieht schon cool aus. Sieht cool aus. Der Hof ist verhext. Ist echt verhext. Aber der ist wieder angegangen. Kann losgehen? Yes. Okay, Baby. Ah, Manni. 1250. Ein Hyundai-Freund, weil das ist sehr tief, aber sehr gut. Was denkst du? 1180. Okay. Ach, Gens! Ja? Was wiegt der E20N? 1290. Das war ein Money, ne? Ich sag, er wiegt 1390. Boah. Denk ich. Du hast was? 1.180. 1.214. Oh. 14. Da war ich ganz schlecht diesmal. Aber warte mal, 1.214 Kilo ist echt gut. Ja. Das ist echt gut. Was denkst du, was sieht ein Polo? Polo GTI. Ich würde sagen, schwerer. Ja, auch würde eher so in die Richtung, was du geschätzt hast. Ne, vielleicht muss er 1,4. Weil er auch größer ist. Guck dir mal einen aktuellen Polo an, der ist so groß wie ein Golf. Nee, das täuscht.
Ja? Ja, ist falsch. Die sind relativ ähnlich von der Größe. Aber 1214 Kilo ist echt nichts, ne? 1372 Kilo, sieht ein Prologiti. 1372? 1372. Ja. Okay, und wir haben Vorderachse 397, 392, 213, 211. Das ist wirklich top. Mhm. Das ist wirklich, wirklich verdammt gut. So, und da wir jetzt schon wieder so viel Zeit verplempert haben, Manni, wir gehen auf den Prüfstand kurz, okay? Ich freue mich. Los geht's. Ich sag die ganze Zeit 200 PS, also 204 PS, wo wir auf dem Prüfstand schon sind. Also 200 PS. PS. Ich hab Durst. Ich hab meinen Trinken drüben schon stehen lassen. 204 PS und 1,6 Liter Hubraum hat er. Das soll er schaffen. Wir können uns aber den Sound einmal genauer anhören und können einmal gucken, wie viel Leistung der so drückt. Mein Gefühl sagt mir ein bisschen, dass er ein bisschen weniger hat. Obwohl er weiß nicht schwer. Er war ja wirklich leicht. Dann passt vielleicht. Wir schauen mal. Lauf machen am Heck, weil du spürst und hörst, wie der Motor gegen diesen Auspuff drückt und dann geht der Auspuff auf und dann merkst du richtig, wie er so, oh, und dann geht die Drehzahl auch dementsprechend schneller. Also wir haben gemessen, wir haben gerade so ein bisschen Diskussion, nämlich auch, wie wir messen, 199,63, also 200 PS haben wir gemessen, korrigiert nach EG, so, aber wenn man jetzt zum Beispiel unkorrigiert macht, sind wir bei 211, 210 PS. Es ist die große Frage, wie man halt korrigiert. So wie wir korrigieren, ist es der höchste Faktor mit der geringsten Leistung. Mhm. Es gibt, glaube ich, keinen Wert, den du drüberlegen kannst, der am meisten Leistung wegnimmt. Also die 199 wird er auf jedem Prüfstand haben, egal was für ein Verfahren der misst. Also 199. Zumindest hat er immer 199. Ja, genau. Und der ist noch nicht ganz eingefahren. Wenn der ganz eingefahren ist, dann hat der auch mehr. Da kommt noch ein bisschen was. Und wir haben 1,83 Newtonmeter. Fühlt man aber nicht ganz so krass. Nee, fühlt man nicht. Also Hyundai hat da noch so ein bisschen seine Probleme. Diese Motoren fühlen sich nie so. Ein GTI, ein Golf 7 GTI-Motor fühlt sich krasser an. Sag ich ganz ehrlich. Mhm. Im Vergleich zum i30 N. Aber das werden wir halt bei dem anderen Video, wenn wir wirklich diesen Vergleichstest machen. Und Leute, ich werde so offen und so nackt sein, wie es nur geht. Was ist besser, was ist schlechter? Wir machen ein richtiges Ranking. Wir müssen uns das einfallen lassen. Vielleicht machen wir irgendwie so, vielleicht machen wir so Gummibärchen. Dann zählen wir nachher, wie viele Bärchen was hat oder so. Irgendwas zum Zählen müssen wir haben. Alles klar, machen wir. So, aber was ich nochmal mache, wir machen einmal ohne Lüfter, gehen wir einmal zur Seite, hören uns einmal vorne die Ansaugung an. Das Pfeifen ist geil. Ja, ne? Du hörst ja dieses und irgendwann geht's auf und dann ja, tolles Auto. Okay. Mann, jetzt wirklich. Es ist lange her, dass ich so in Lauf war. Also es gibt eigentlich fast nichts, was er falsch macht. Außer dieser Punch. Da müssen wir dran gehen. Da haben wir schon einige können wir ja nachhelfen. Ideen. Ja, da haben wir schon einige lustige Ideen. Ob das dann wirklich was bringt, das werden wir rausfinden. Ist eine Studie, was wir hier machen. Tuning-Studie. Richtig. Ich sag nur Verdichtung. Tschüss. Mama, he on and off of the bottle, he been through hell for the fam, she got a brother in jail.